Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist die Paragraphen Silvia, die ganzheitlich und lösungsorientiert wirkende Familienanwältin aus dem Rheinland. Und ich möchte dir heute mal was zum Thema Trennung und Geld und Vermögen erzählen. Vielleicht weißt du es ja schon aus den verschiedenen Beiträgen, dass ganzheitlich und lösungsorientiert und eher Trennungsmentoring und Coach als Scheidungsanwältin, also eher verbindend statt trennend, bedeutet, dass Vermögensauseinandersetzung überhaupt kein Problem ist, weil wir die Lebensgesetze anwenden und nicht nur die Gesetze des BGB. Wenn du nämlich die Lebensgesetze anwendest, dann bist du in der Fülle. Und bei den BGB-Gesetzen wird der Mangel verteilt. Also jeder sagt, ich will, ich will, ich will. Ja? Und deswegen ist mir folgende Erkenntnis gekommen, eben auf dem Spaziergang. Um Geld kämpft man nicht, sondern das verdient man sich. Und wenn du weißt, wenn du das Geld jemals selber verdient hast, dann weißt du, dass es im Kern sinnvoll ist, der Freude zu folgen und nicht zu kämpfen. Denn Geld folgt der Freude. Wenn du etwas mit Begeisterung tust, merkst du gar nicht, dass du arbeitest und dann fällt dir das Geld nur so zu. Also du ziehst förmlich das Geld an. Das heißt, wenn du dich trennst von deinem Partner und bist dir ja bewusst, dass die Verbindung, die ihr mal hattet, nie beendet wird. Die ist ja in jeder deiner Zellen und du kannst sie einfach mit positivem Inhalt gestalten, indem du dankbar bist, dass es diese Verbindung gab. Oder du kannst sagen, oh nee, ich muss, den Arm muss ich mir abpacken, der hat den angefasst, den Arm muss ich mir abpacken, der hat den angefasst. Wenn du Trennung so praktizierst, dann kriegst du das mit dem Geld und mit dem Vermögen auch nicht hin. Wenn du dagegen sagst, okay, ich bin dankbar für die Zeit, die wir hatten, es ist wertvoll gewesen für mich, ich durfte mich entwickeln, der hat meine Knöpfe gedrückt und ich wäre nicht hier und nicht die, die ich bin, wenn es meine Partner nicht gegeben hätte. Und ich bin zutiefst dankbar dafür, ja? Und wenn ich das sehe, dann kann ich aus der Fülle heraus operieren und sagen, boah, was wir alles geschafft haben. Und jetzt teilen wir das einfach auf. Einfach. Und wir teilen das nicht so auf, wie das im Gesetz steht, nämlich der kriegt die Hälfte davon, der kriegt die Hälfte davon, der kriegt die Hälfte davon. Das funktioniert nämlich manchmal nicht. Wie soll man denn zum Beispiel die Hälfte von einem Haus teilen? Wie soll man das machen, ohne es zu verkaufen? Dann hat es keiner mehr. Wenn man aber schlau ist und aus der Fülle heraus operiert, dann kann man sagen, okay, die Gesetze, die sind ganz okay, die brauche ich aber nur zur Not. Vorher mache ich mir mal selber Gedanken, wie ich mein Vermögen aufteilen möchte. Die Gedanken mache ich mir gemeinsam idealerweise. Und dann vermische ich vielleicht die Punkte Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich und Unterhalt, weil der eine hat vielleicht eine ganz andere Priorität, der möchte unbedingt mit den Kindern im Haus bleiben. Und der andere sagt, nee, ich will mir jetzt endlich die Welt angucken. Ich bin froh, dass ich diesen Klotz am Bein in Gestalt meiner Frau los bin. Also nicht böse gemeint, sondern einfach was aus der neuen Situation machen. Und wenn man so Vermögen aufteilt, aus der Fülle heraus, wissend, wir kriegen das hin, wir haben genug und wir teilen das auf. Betrifft natürlich nicht den Mangelfall, ne? Aber der Fall, wo genug da ist, da muss man sich nicht streiten. Da darf man aus der Fülle raus überlegen, wie hätte ich es denn gern? Und dann sucht man dafür eine Lösung. Und das geht immer. Also ich habe in meinen 34 Jahren noch keinen Fall erlebt, wo es nicht ging. Komisch, ne? Oder vielleicht auch gut so. Ich wünsche dir ein nachdenkliches Wochenende, beziehungsweise denk nicht so viel nach. Fühl mal lieber rein, wenn sich das gut anfühlt, dann melde dich einfach am Montag, okay? Oder schick mir eine Sprach-WhatsApp, dann kümmern wir uns am Montag drum. Montag ist Feiertag, ich weiß. Und? Habe ich kein Problem mit. 0178-211-6115. Mein Postfach ist immer geöffnet. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich bin die Paragraphen Silvia. Das sollte ein Short werden. Ha ha ha.